Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge des Singles Let's Plays. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und bevor wir die Nacht schlafen, müssen wir noch die Katzen füttern. Und wir gucken uns natürlich auch noch mal unsere Viecher an. Hier haben wir unsere Viecher. Gesundheit ist jetzt schon auf 40% hoch. Wir haben unsere ersten 83 Liter Milch. Das heißt, bis zum nächsten Tag sind die auf 100% und dann gucken wir mal. Dann können wir schon die erste Milch transportieren, denke ich. Das ist ein Auto. Ah, die sind aber laut. Na, hiermit können wir ja auch Milch transportieren. Schweine haben wir ja noch keine. Was sagen unsere Hasen? Oh, hier passt auch nicht mehr viel hin. Aber das sehen wir dann am nächsten Morgen. So, Reproduktionszeit 2 Monate. Geschlechtsreife 0 bis 44%. Das ist, glaube ich, eine Falschaussage. Ne? Aber Nachwuchs gibt es eben erst wieder in gewisser Zeit. Hier haben wir die. Haben wir hier eigentlich keinen richtigen Trigger für die Katzen? Nee. So, hier haben wir die Hühner. 2 Monate bis zum Nachwuchs. Insofern schauen wir uns noch mal. Schauen wir uns doch mal hier an. So, genau. Ne, hier, Gesundheit. Ne, wir sind gerade über die Stunde drüber. Jetzt auf 50%. 125 Liter Milch schon. Yay! Ne, Futter ist ja erstmal drin. Unsere Kaninchen haben wir hier. Die Rammler mit 8 Monaten. Die Zibben mit 10 Monaten. 0% Reproduktion. Und wir haben ja die ganz neuen 10 Welpen. Hofkatzen, Reproduktion dauert noch ein bisschen, macht aber nichts. Ne? Dann haben wir hier die Hühner, wir haben hier die Küken, die haben wir ja diesen Monat erst bekommen. Die dürfen sich auch noch ein bisschen austoben. Ja, da würde ich sagen, speichern wir jetzt mal, nur auf Nummer sicher zu gehen. Schnappen wir uns noch schnell das Katzenfutter. Und dann gehen wir mal schlafen, ne? Hier drin eigentlich. Aha. Mal Licht an hier drin. Ja, wir schlafen wieder bis 8 Uhr, weil jetzt ist ja dann November, glaube ich. Oder? So, ach, bis 8 Uhr geschlafen und es ist noch. Ja, es ist gerade Sonnenaufgang. So, die Hofkatzen. Gucken wir erstmal, was wir hier am Hof machen müssen. Katzen schon wieder füttern. So, das Heulager hat nicht mehr, ne, läuft noch. Und zwar noch für 15 Stunden und produziert hier kräftig Heu aus dem Gras. Das soll auch so sein. Kaninchen benötigen Stroh. Stroh haben wir hier noch liegen. So, jetzt haben wir. Die haben wir dann schon mal. Fällt mir uns ein, hier vorne sollten wir auch mal das Gatter zumachen, ne? Nicht, dass die süßen Kleinen uns hier weglaufen. So, hier haben wir schon wieder Salat stehen. Und dann gehen wir mal gucken, was sagen unsere Kühe. Wir haben noch Nahrung, Nachwuchs in 9 Monaten. Reproduktionsrate liegt jetzt bei 10%.
Und wir haben hier unsere ersten 1000 Liter Milch. Da können wir gleich mal gucken, was wir mit dieser Milch machen. Aber gehen wir erst noch mal zum Schrebergarten. Ne? Das ist der ganz normale Wahnsinn morgens. Ach ja. Die Äpfel sind bald voll. Wir brauchen Apfelkisten. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch ein paar von den großen Apfelkisten holen. So, wieder mal eine Frage, an die Leute, die sich mit der Hof Bergmann auskennen. Was machen wir mit den Äpfeln? Gibt es da irgendeine Verwendung für oder kommen die nur, kann man die nur verkaufen? Habe ich gar nicht darauf geachtet, ob wir jetzt hier die zurückbezahlt haben. Würde ich jetzt mal von ausgehen, ja. So, wir brauchen Apfelkisten. Und ich würde sagen, wir nehmen noch zwei von den großen. Kaufen oder den Kaninchen geben. Wieso wackelt denn da oben die Anzeige so, wenn ich so schnell fahre? Die rutschen doch gar nicht aus dem Trigger raus. Vielleicht sollte ich den Trigger doch mal was größer machen.
Ach, sei ruhig. So. Und nach dem, was ich hier sehe, Zwiebeln. Wie viele Zwiebeln haben wir? Aber wir können ja nicht so viel einlagern, ne? Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt mal Zwiebeln. Wo ist mein Wägelchen? Da ist mein Wägelchen. Und Zwiebeln sind schon ganz schön viele. Die gehen wir mal verkaufen. Ja, hier ist jetzt beladen angesagt. Hast du Pech gehabt? Nachbarnromantiker. Die Zwiebeln werden auch gleich ganz schön durcheinander fallen. Ich werde mir übrigens, sobald ich die Gelegenheit habe, füllen starten. Hey! Also ich werde mir, sobald ich weil ich Zeit dazu habe und nichts anderes zu habe, werde ich mir nochmal den anderen machen. Dieses andere Schiebewägelchen mit den drei Rädern angucken. Alter! Die Dinge haben ja hier eine Performance. Ja. Das wäre hier irgendwo hingeflogen. Ja, hier ist er. Wusste doch, ich hatte da was. Was tut der da? Dancing Queen.
Wollte erstmal gucken, ob hier noch einer geflogen war. Oh, lustig. Sollten wir vielleicht mal ein paar Mal Andy sagen. Hier stehen Bäume unter der Karte. Ganz komische Dinge sind hier unter der Karte. So, jetzt kommst erstmal du her. Bitte, wie diese Dinger miteinander arbeiten. Richtig, Pit, genau so ist es. Und damit der Autolot funktioniert mit den Bergmann-Paletten, braucht man natürlich noch den, nicht nur den Autolot-Mod und den Sprinter, sondern auch noch den, die Hof-Bergmann-Erweiterung. Ja, hier steht Schlange. Danke dir auch, Olli. Und danke fürs Reinschalten. So. Jetzt machen wir hier den Autolot aus. Spanngurte dran. Und dann gucken wir mal, wo wir die verkaufen. Zwiebeln. Ellersdorfladen. War denn jetzt Ellersdorfladen? Da ist er. Nach dem Händler rechts, rechts rein. Los geht's. Nachdem ich hier ein bisschen mit den Konfigurationen gespielt habe, ist hier auch... Ich habe den... Ja, in den Mod-Hub eingereicht und noch ein paar Verbesserungsvorschläge bekommen. Und nach den XML-Änderungen ist jetzt hier irgendwie das Ding nicht mehr richtig aufgeladen. Müssen wir mal gucken. Und zur Tankstelle gehen und gucken, ob wir das Ding hier aufladen können. Gerade schon was verkauft.
So, wo ist denn der Verkaufsträger? Die Trigger hier sind komisch. Aber gut. Wir haben ein bisschen was verkauft. Immerhin für 1143. Ich überlege gerade, ob ich hier vielleicht noch die Field of View noch ein bisschen anpassen muss. Oder tanken fahren. Nicht, dass wir irgendwann liegen bleiben, ne? Hier haben wir die Tankstelle. Hier umsetzen. Ich wollte ja eh heute ein paar weniger Folgen aufnehmen. Weil wir noch so viele Folgen auf YouTube gar nicht gekommen sind. Aber das mit dem Sonnenkollektor ist eine gute Idee, Pin. Restladezeit 9,5 Minuten. Okay. Wie man sieht, ich lade zum ersten Mal ein E-Fahrzeug. Also ich weiß nicht, wie cool ist das denn? Nachbeugel. Ja, ich würde sagen auf YouTube, das war's dann auch für die jetzige Folge. Was machen wir in der nächsten Folge? Wir schauen nach der Milch. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.